Ja, heute geht es um die wirklich spannende Frage, wie ziehe ich den idealen Partner in mein Leben? Du wirst heute die ersten Schritte bekommen, um wirklich eine ideale Partnerschaft anzuziehen, zu schaffen oder besser gesagt der Miterschaffer zu sein. Das, was ich dir am Ende, also in ungefähr 20 Minuten rate, das erscheint vielleicht einigen verrückt. Es erscheint abgefahren, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste. Also du bekommst zuerst drei Fragen, die dir Klarheit geben. Klarheit ist das Allerwichtigste, mit denen du sozusagen den Grundstein, das Fundament im Miterschaffen deiner wunderbaren, idealen Partnerschaft legst. Und danach bekommst du eine verrückte Aufgabe. Der zweite Schritt im Erschaffen deiner Zukunft. So, lass uns beginnen. Viele von uns, die wachsen in dem Glauben auf, dass es da draußen irgendjemanden gibt. Vielleicht einen Menschen, der perfekt für dich ist, der dich komplett macht, jemand, der dich glücklich machen kann, der dich erfüllt, jemand, der dir die Art von Emotionen gibt, die du dir wünschst. Zum Beispiel Wertschätzung, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrautheit, Liebe, all das, was du dir von einer perfekten Partnerschaft wünschst. Und wenn du das glaubst, ja, dass es da jemand geben muss, der für dich wie gemacht ist, der dich glücklich macht, der dich erfüllt, der dich ganz macht, dann sind das nicht die besten Voraussetzungen für eine wirklich glückliche und harmonische Partnerschaft. Wenn du denkst, dass dich jemand anders glücklich machen sollte, ja, dass jemand anders dir Wertschätzung und Geborgenheit geben muss, damit du dich gut oder komplett fühlen kannst, dann bist du noch nicht auf dem Weg, der dich wirklich zu Glück und Erfüllung führt. Am Ende kann dich niemand glücklich machen. Niemand kann dich glücklich machen, außer du selbst. Dein Glück, die wunderbaren Emotionen, die du dir wünschst, die kommen niemals aus der Welt da draußen. Niemals. Die kommen auch nicht durch andere Menschen. Alle Emotionen, all die wunderbaren Gefühle, die du dir wünschst, die kommen immer nur aus dir selbst. Die findest du immer nur in dir selbst. Die findest du nur in deiner inneren Welt. Hier. Und diese innere Welt voller Wunder und voller wunderbarer Gefühle zu entdecken, darum geht's hier. So, erinnere dich, ich habe dir schon in mehreren Live-Trainings gesagt, mache es dir zur obersten Priorität in deinem Leben, dich selbst zuerst glücklich und zufrieden zu machen. Und genau das ist der Schlüssel. Zuerst mache dich selbst glücklich. Zuerst schätze dich so viel wert, dass du dich so wichtig nimmst und wirklich streng darauf achtest, dass es dir immer besser geht. Du solltest wirklich streng darauf achten, dass du alles tust, damit es dir gut geht. Und das klingt für einige Menschen sehr egoistisch und oberflächlich betrachtet ist es auch egoistisch. Aber betrachten wir die Sache mal genauer, dann erkennst du, wenn es dir gut geht, dann bist du einfach ein Segen für die Menschen, mit denen du zusammen bist, für alle Menschen um dich herum. Wenn es dir gut geht, wenn du dich gut fühlst, dann bist du ein Quell von Freundlichkeit, von Wertschätzung, von Respekt, von guter Laune für deine Mitmenschen. Und wenn es dir nicht gut geht, ja, wenn du ab und an mit dir selbst nicht zufrieden bist, dann bist du eher eine Belastung für deine Mitmenschen und das wollen wir nicht. Es gibt auch Menschen, die opfern sich für andere Menschen auf. Und wenn du vielleicht der Typ bist, der sich für andere Menschen aufopfert und sich dabei dann auch mies fühlt, dann bist du diesem Menschen auch keine Hilfe, für den du dich aufopferst. Im Gegenteil, du zeigst einem anderen kleinen Ich, guck mal, du bist mir mehr wert, als ich mir selbst wert bin. Und das solltest du nicht tun. Du solltest keinem anderen Menschen einen höheren Wert geben als dir selbst. Du solltest wirklich dich als wichtigste Person in deinem Leben haben, dich am allerwichtigsten nehmen. Das ist wirklich ein Schlüssel für eine wirklich gute, harmonische Beziehung. Ich sag dir auch noch warum. Und wenn du dich für andere aufopferst, dann trainierst du gleichzeitig den Menschen, für den du dich aufopferst, dich auszunutzen. Natürlich nur dann, wenn der andere Mensch charakterlich noch nicht so gestärkt ist. Du solltest das wirklich niemals tun. Niemand sollte sich für jemand aufopfern, weil damit kann es dir nicht dauerhaft gut gehen. Und wenn dir das nicht gut geht, dann geht es den Menschen um dich herum auch nicht gut.
Wenn du Gefühle wie Verbundenheit und Wertschätzung und Sicherheit und Anerkennung oder Liebe vermisst, dann ist es wichtig, dass du erst lernst, diese Gefühle in dir selbst zu finden, in deiner inneren Welt, weil langfristig gibt es wirklich keinen anderen Ort, an dem du diese Emotionen finden kannst. Laut dem Gesetz der Resonanz wirst du Menschen anziehen, die in Resonanz mit deiner Ausstrahlung sind oder in Resonanz mit deiner Grundschwingung. Und darum hast du gar keine andere Wahl. Fülle dich zuerst mit Liebe, mit Wertschätzung. Zeige dir selbst zuerst, immer, immer wieder, wie wichtig du dir selbst bist. Und wie kannst du das tun? Das ist wirklich einfach. Indem du dich so oft als möglich über den Tag verteilt fragst, was könnte ich jetzt denken, damit ich mich richtig gut fühle? Oder was kann ich jetzt tun, damit ich mich immer besser und besser und besser fühle? Und wenn du dir die Fragen viele Male am Tag stellst, dann wirst du immer mehr Wege und Ideen haben, dich wirklich gut zu fühlen. Entweder du denkst etwas, was dich gut fühlen lässt, oder du hörst Musik, die dich gut fühlen lässt, oder du tust irgendwas, was dich gut fühlen lässt. Das ist wirklich das Allerwichtigste für dich, für dein Selbstwertgefühl, für dein Gefühl auch von Wertschätzung, für dein Selbstbewusstsein, dass du dich selbst mehr wertschätzt, das ist genau die Übung dafür. Mach es dir wirklich zur obersten Priorität, darauf zu achten, dass du dich gut fühlst. Schaffe dir immer mehr Momente, in denen du dich gut fühlst, weil dein Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten. Und schaffe dir schöne Momente, so viel schöne Momente, wie es geht. Dann denke Gedanken, die dich gut fühlen lassen. Denke an Menschen, die dich lieben oder besser noch an Menschen, die du liebst. Denke an Dinge, für die du dankbar sein kannst. Dinge, ja, für Menschen, für die du dankbar sein kannst. Denke einfach Gedanken, die dich gut fühlen lassen. Übe dich da wirklich ein, weil je öfter du das trainierst, desto besser wirst du. Und je öfter du trainierst, desto höher steigerst du deine Grundschwingung oder deine energetische Signatur. Und letztendlich dreht sich alles um Energie. Darüber sprechen wir gleich noch. Wenn du gut drauf bist, wenn du zufrieden mit dir und der Welt bist, dann wird die Welt auch mit dir zufrieden sein. Und das wirst du dann spüren. Aber wenn du nicht zufrieden mit dir selbst bist, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann werden auch andere Menschen das, was du von dir glaubst, in dir bemerken. Nur weil du es glaubst. Du strahlst aus, was du denkst. Andere Menschen nehmen diese Ausstrahlung unbewusst wahr. Genauer gesagt, die nehmen deine energetische Signatur wahr. Und deine energetische Signatur ist eine Zusammenfassung all deiner Gedanken und Überzeugungen und Emotionen, die du ausstrahlst. Und das nehmen andere Menschen ganz einfach als Ausstrahlung wahr, manchmal als Charisma. Ja, würdest du von dir selbst denken, du bist nicht gut genug oder du bist es nicht wert, geliebt zu werden, dann werden sich andere Menschen in Übereinstimmung mit deiner Überzeugung verhalten. Und das möchtest du nicht, das verdienst du auch nicht. Deswegen pass auf, was du glaubst von dir. Das ist wirklich so wichtig auf dem Weg zum wirklichen Glück, zum wahren Glück, dich selbst zu respektieren, dich selbst zu lieben, dich selbst wertzuschätzen und Geborgenheit und Sicherheit mit einem ganz kleines bisschen Übung in dir selbst zu finden. Das ist der Weg zu wirklich wahrem Glück und das ist auch der Weg zu wahrem Glück in einer Beziehung. Wenn du nicht denkst, oh, ich bin angewiesen auf einen Partner, ich kann ohne einen Partner nicht leben, das sind nicht die besten Voraussetzungen. Ich erkläre dir auch gleich warum. Also ein tolles Training für dich sind wirklich die zwei Fragen, was könnte ich jetzt tun, damit ich mich richtig gut fühle? Was könnte ich jetzt denken, damit ich mich immer besser fühle? Ich sag's dir nochmal, weil es wirklich so, so wichtig ist. Wichtig für alles, worüber wir hier reden in der Life Changers Mastermind. Wichtig, um deine Wünsche zu erfüllen. Wichtig für eine tolle Partnerschaft. Wichtig für finanziellen Erfolg. Also nochmal, mach es dir zur obersten Priorität in deinem Leben, darauf zu achten, sicherzustellen, dass es dir gut geht. Immer öfter, schaffe dir so viele wunderbare Momente als möglich in deinem Leben. Und wenn du in einer Partnerschaft jetzt schon lebst, dann sorge für so viele wunderbare gemeinsame Momente als möglich. Ganz, ganz wichtig. Die wunderbaren gemeinsamen Momente, die sind so, so wichtig. Und darüber sprechen wir in Teil 2. Ja, aber ob du eine Partnerschaft hast oder nicht, eines musst du tun, um wirklich wahres Glück zu erfahren. Lerne dich
unabhängig von anderen Menschen gut zu fühlen. Ich sag's nochmal, unabhängig von anderen Menschen, lerne dich aus dir selbst heraus gut zu fühlen und schätze dich selbst wert, gib dir selbst Anerkennung, die du wirklich verdienst, gib dir selbst Geborgenheit, indem du dich immer besser kennenlernst. Hier zum Beispiel in unserer Life Changers Mastermind, da lernst du dich als Menschen und auch andere Menschen mit jedem Mal zuhören, mit jedem Mal durchdenken meiner Gedanken besser kennen. Und das ist so, so wichtig, weil wenn du dich selbst besser kennenlernst, dann lernst du auch andere Menschen gut kennen, dann kannst du mit anderen Menschen besser umgehen und dann kannst du mit dem Leben an sich besser umgehen und ein leichteres Leben leben und ein glücklicheres und harmonischeres und ein erfolgreicheres Leben leben. Und darum geht es hier bei uns in der Life Changers Mastermind. Und all das, worüber wir hier reden, deine Gedanken, deine Emotionen sind Energie. Wir müssen einfach deine Grundschwingung erhöhen. Wenn sich deine Grundschwingung erhöht, dann wirst du nämlich einen Partner anziehen, dessen Grundschwingung mit deiner Grundschwingung in Resonanz ist. Das wirst du in jedem Fall. Du ziehst immer den Partner an, der mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Grundschwingung, mit deiner energetischen Signatur in Resonanz steht. Es geht nicht anders. Und wenn du jetzt noch nicht gut drauf bist, zum Beispiel, ja, wenn du dich jetzt oft miserabel oder ärgerlich fühlst oder missverstanden, dann wirst du mit deinem jetzigen Ich, mit deinem jetzigen antrainierten Ich, mehr ist es ja nicht, mit deinem jetzigen antrainierten kleinen Ich einen Partner anziehen, der in Resonanz mit dir ist. Und es wäre wahrscheinlich nicht der ideale Partner für dich im Moment. Letztlich dreht sich alles um Energie. Deine Gedanken sind Energie, geladen mit Emotionen. Und diese Gedanken begleitet von den passenden Emotionen. Daraus ergibt sich deine Grundschwingung, deine Ausstrahlung. Und jetzt wird es wieder wichtig, was du ausstrahlst, das siehst du an. Du kannst ja nichts anderes anziehen in dein Leben als das, was du ausstrahlst. Und wenn deine Energien diffus sind und in alle Richtungen gehen, weil Klarheit fehlt, dann wirst du jemanden anziehen, der ähnlich diffus ist im Kopf und keinen Plan hat, und dann bleibt alles dem Zufall überlassen. Und ich erzähle dir auch gleich, warum das immer zu Problemen führt. Ja, jetzt mal eine Frage an dich. Möchtest du dann in diesem Moment einen Partner haben, der so ist wie du? Genauso. Oder willst du eher eigentlich was anderes? Also ich glaube, du willst eher was anderes. Und jetzt ist wieder eine wichtige Frage an dich, und das ist nur eine rhetorische Frage. Denk mal im Kopf mit, weißt du überhaupt, was du willst in einer Partnerschaft? Ja, weißt du genau, wie dein idealer Partner sein soll? Weil wenn du das nicht weißt, wenn du keine Klarheit hast, dann, die meisten Menschen wissen es nicht, ja, nicht nur du, die meisten Menschen haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Eine Voraussetzung für Klarheit, für eine Beziehung und ein Fundament für jede Beziehung ist zu wissen erstmal, wer du bist. Und da haben wir in der Life Changers Mastermind schon die Aufgabe mit den Werten gemacht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, die 12 wichtigsten Werte aufzulisten, die Werte, die dir am wichtigsten sind, zum Beispiel Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Familiensinn, Fairness, ja, was auch immer deine Werte sind. Diese Übung, wenn du eine langlebige Partnerschaft auf einem soliden Fundament möchtest, dann musst du diese Übung tun. Weil das ist wirklich das Fundament, um nicht in eine Beziehung hineinzuschlittern, wie es die meisten Menschen tun. Du musst zuerst wissen, für welche Werte und Eigenschaften du im Leben einstehst. Das ist keine große Sache. Das ist eine Sache, wenn du die Übung machst, die Vordrucke ausfüllst, dann ist es eine Sache von 10 Minuten und am nächsten Tag schaust du nochmal. Das muss einfach nur einmal gemacht werden. Das ist so, so wichtig. Ja, und wenn du dir dann Gedanken über dich selbst gemacht hast, dann kannst du auch dir Gedanken machen, welche Eigenschaften und Werte dein Partner mitbringen soll. Und das ist so, so wichtig, weil wenn du da keine Klarheit hast, dann schlitterst du garantiert in eine Beziehung, die höchstwahrscheinlich zu Problemen führt und zu großen Herausforderungen. Wenn du dir keine Gedanken machst, dann ist es wirklich so wie mit den meisten Menschen. Sie schlittern in Beziehungen und nach der Verliebtheitsphase, dann bemerkst du vielleicht, dass es doch nicht so ist, wie du erwartet hattest. Lass uns mal kurz über die Verliebtheitsphase reden. Das Verliebtsein ist ein Spiel deines Egos, deines Ichs, deines kleinen Ichs. Die Phase des Verliebtseins setzt uns eine rosarote Brille auf und erschwirren Schmetterlinge im Bauch.
Und in dieser Phase ist der, also für diese Phase ist ein Chemikalienmix in unserem Körper verantwortlich. Und der Chemikalienmix, der macht, dass wir nur das sehen, was wir in unserem Partner sehen wollen. Und der Partner, der sieht auch nur in uns, was er oder sie sehen will. Und weil jeder im anderen sieht, was er oder sie sehen möchte, und jetzt denkt mit, da verhält sich der oder die andere auch auf die Weise, wie er oder sie gesehen wird. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja? Aber ich kann es dir sagen, die Phase der Verliebtheit, die geht vorbei. Das ist ganz sicher, weil alles ist nur ein Chemikalienmix in deinem Körper, der von der Evolution nur für eine bestimmte Zeit vorgesehen ist. Ja? Um sich verliebt ineinander zu machen, um sich fortzupflanzen, um dass der Mann eben für eine gewisse Zeit für die Frau sorgt. So war es in der Evolution vorgesehen. Deswegen gibt es das Verliebtsein. Und einige Menschen, die sind so süchtig nach dem Gefühl des Verliebtseins, dass sie sich dann am laufenden Band neu verlieben wollen. Und aufgrund des Neuverliebenwollens dann keine Tiefe in der Partnerschaft finden können. Ja? Und das ist wirklich schade. Darüber reden wir auch in einem der nächsten Trainings. Was lernen wir denn daraus? Was lernen wir denn aus der Verliebtheitsphase? Wenn du dich auch nach der Verliebtheitsphase weiterhin auf die wunderbaren, liebenswerten, edlen und schönen Aspekte deines Partners fokussieren würdest, ich sage würdest, dann würde sich dein Partner in der Regel entsprechend deinen gedanklichen Fokus verhalten, weil Menschen verhalten sich entsprechend von Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Also alles, worauf du deine gedankliche Energie richtest, das wächst. Richtest du deine gedankliche Energie oder deine Aufmerksamkeit auf all die schönen und liebenswerten Verhaltensweisen und Aspekte in deinem Partner, dann wird dein Partner dir viel, viel öfter all diese liebenswerten Aspekte in sich zeigen. Aber richtest du nach dem Abflauen der Verliebtheitsphase nun deinen Fokus oder deine Aufmerksamkeit auf die kleinen und großen Aspekte deines Partners, die dir nicht gefallen, dann werden diese auch zunehmen. Gesetz der Resonanz, die müssen zunehmen, wenn du darauf deine Aufmerksamkeit richtest. Und das ist wirklich einer der gravierendsten Fehler, den so viele Menschen an ihren Beziehungen machen. Nachdem sie in der Verliebtheitsphase all die tollen Aspekte des Partners ausgekostet haben, da sehen sie nun, wenn die rosarote Brille verschwindet, die kleinen und großen Fehler des anderen. Und in der Hektik des Alltages, da geht dann oft die Aufmerksamkeit von, was mir gefällt an dem Partner, immer mehr ganz unmerklich in die Richtung, was mir nicht gefällt. Und das ist der Beginn von Leid und Disharmonie in jeder Beziehung. Oftmals sehen wir dann nach der Verliebtheitsphase, dass es einfach nicht passt. Das war eine schöne Zeit und auf körperlicher Ebene gab es wahrscheinlich einen ordentlichen Energieaustausch. Doch nun wird langsam klar, dass es Werte und Eigenschaften in der anderen Person gibt, die du nun wirklich nicht akzeptieren kannst und vor allen Dingen nicht akzeptieren willst. Und wenn Grundwerte ja zu stark voneinander abweichen, wenn wichtige Werte und Vorstellungen vom Leben einfach nicht zusammenpassen, dann sind Probleme vorprogrammiert. Und dann ist es okay und dann ist es sogar klug, das ganz schnell zu erkennen und eine Sache ohne Aussicht auf Erfolg besser schnell wieder zu beenden. Oft denkt ein Partner aber, vielleicht ändert er oder sie sich ja noch. Ja, das ist aussichtslos, kann ich dir sagen. Frauen denken oft, ach, den werde ich mir schon hinbiegen. Aber liebe Frauen, daraus wird in den meisten Fällen nichts. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Viele Menschen denken auch, sie können allein ohne Partner nicht glücklich sein. Die denken, die brauchen unbedingt einen Partner, um glücklich sein. Damit ich glücklich sein kann, brauche ich einen Partner. Aber ich habe es dir schon gesagt, das sind nicht die besten Voraussetzungen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen. Zum Ersten sind Menschen, die glauben, ohne einen Partner nicht glücklich sein zu können, zu wirklich großen Kompromissen bereit. Und Kompromisse machen ist auch gut. Aber wenn diese Kompromisse langfristig zu Leid und emotionalen Schmerz in einer Beziehung führen, dann sind Kompromisse nicht gesund und auch nicht intelligent. Wir sprechen nachher darüber, wann Kompromisse von Nutzen sind und wo es keine Kompromisse geben darf. Und Menschen, die denken, sie brauchen unbedingt einen Partner, um glücklich zu sein, die begeben sich
in keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Sie begeben sich in ein Abhängigkeitsverhältnis, weil sie geben die Verantwortung für ihr Glücklichsein, für ihr Wohlbefinden an einen anderen Menschen, an den Partner ab. Und damit haben sie die unsinnige Erwartung, dass nun von nun an der Partner verantwortlich ist für das eigene Glück. Und wenn diese Erwartung dann nicht erfüllt wird, dann sind sie enttäuscht. Und das wird dann ganz oft passieren. Dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert, nicht nur eine am laufenden Band. Das ist jetzt wichtig für dich, ja? Enttäuschungen sind ja immer eine Folge von Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Enttäuschungen sind immer nur eine Folge von unsinnigen Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Und je mehr Erwartungen du an einen Menschen hast, desto öfter wirst du enttäuscht werden. Ich sag's nochmal, je mehr Erwartungen du an andere Menschen hast, desto öfter wirst du enttäuscht werden, desto trauriger wird dein Leben. Andere Menschen sind ja nicht gemacht, um es dir recht zu machen. Andere Menschen sind nicht hier auf unserer wunderbaren Welt, um deinen Erwartungen zu entsprechen. Sie sind hier einfach, um eigene Erfahrungen zu machen. Und wenn du dann von deinem Partner enttäuscht bist, dann sagst du in Gedanken, mit anderen Worten, ich habe erwartet, dass du besser bist, als du eigentlich bist. Ich habe dir die Verantwortung für mein Wohlbefinden gegeben, aber ich bemerke nun, dass du mir mein Wohlbefinden nicht immer geben kannst, wenn ich es haben will. Und ich fühle mich nun nicht so toll und du bist schuld. Ich kann dein Verhalten nicht kontrollieren und jetzt stellst du wirklich ein Problem für mich dar. Du enttäuscht mich. Aber nicht dein Partner enttäuscht dich. Dein Partner ist auch nicht das Problem. Dein Partner ist einfach nur so, wie er oder sie nun mal ist. Du bist einer Täuschung aufgesessen. Du hast dich selbst getäuscht. Und ein sicherer Weg ins Unglücklichsein, allein und auch in der Beziehung, ist, viele Erwartungen an andere Menschen zu haben. Je mehr Erwartungen du an andere Menschen hast, desto öfter wirst du enttäuscht. Punkt. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, je weniger Erwartungen du an andere Menschen hast, desto weniger wirst du enttäuscht werden, desto freier und gelassener kannst du leben. Der bewusste Mensch, der hat gar keine Erwartungen an andere Menschen. Der bewusste Mensch, der hat nur Erwartungen an sich selbst. Der bewusste Mensch, der kennt sich selbst und weiß genau, was ist mir wichtig, für welche Werte und Eigenschaften stehe ich in diesem Leben. Und so wird ein bewusster Mensch dann auch nur mit Menschen zusammenkommen oder Menschen anziehen, die zu seinen Grundwerten passen, die harmonieren. Aber dazu ist Klarheit das Fundament. Ohne Klarheit funktioniert sowas nicht. Wenn dir zum Beispiel Ehrlichkeit und Treue wichtig sind, wenn Ehrlichkeit und Treue bei dir ein Muss sind und dein Partner mag Abwechslung und nimmt es mit der Ehrlichkeit nicht so genau, dann sind einfach Probleme vorprogrammiert. Das passt dann nicht und du musst das erkennen von vornherein, nicht erst später. Dann hast du Zeit vertan. Wenn du ein wirklich sportlicher Mensch bist, ja, dem gesunde Ernährung und gesunde Verhaltensweisen sehr, sehr wichtig sind und du hast dann einen Partner, der denkt, oh, Sport ist Mord und der auf seinen Schweinebraten schwört und der jeden Abend seine 5 bis 7 Flaschen Bier trinkt und dann auch raucht, dann kommt es langfristig zu Herausforderungen und all das muss dir vorher klar sein. Deswegen sind wir heute hier. Wenn du ein glückliches Leben leben willst und dein Partner beschuldigt oder kritisiert oder lädt Schuld auf dich ab, ja, oder vielleicht bist du es sogar, ich weiß es nicht, dann kann ich dir sagen, dann wird nichts aus einem glücklichen Leben zu zweit. Wenn Grundwerte und wichtige Aspekte vom Leben zu verschieden sind, dann macht es oft keinen Sinn, eine Partnerschaft einfach nach der Verliebtheitsphase weiterzuführen oder überhaupt erst eine zu beginnen. Eine Beziehung hat ja nur so lange Sinn, wie es für jeden der Partner gut ist, ja, solange es für jeden der Partner gut tut und es ihnen hilft, sich zu entwickeln und sich dabei wenigstens vorwiegend gut zu fühlen. Wenigstens. Natürlich gibt es auch immer Phasen von Problemen und Herausforderungen. Gibt es immer mal in Beziehungen. Aber ob Probleme als Probleme erscheinen, das hängt nur von dir ab. Ist der Betrachter in seinem kleinen Ich, also in seinem Ego verhaftet, dann erscheinen Situationen des Lebens als Probleme. Lebt der Betrachter aber tatsächlich als Beobachter der Situation
und er befindet sich in seinem größeren Ich, dann gibt es keine Probleme. Im größeren Ich, da gibt es keine Probleme, da gibt es nur Situationen und Lösungen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum erzähle ich dir das hier heute alles? Ja? Wenn du eine Partnerschaft anstrebst, in der nach der Verliebtheitsphase die Möglichkeit auf eine vorwiegende harmonische Beziehung besteht, dann solltest du, nein, du musst dir einfach im Klaren sein, welche Grundwerte, welche Eigenschaften, welche Charaktermerkmale dein potenzieller Partner verkörpern soll. Du brauchst Klarheit, ganz, ganz genau. Klarheit zuerst über dich selbst, ganz, ganz wichtig, weil du musst ja auch der ideale Partner werden, wenn du einen idealen Partner suchst. Deswegen brauchst du zuerst Klarheit. Du brauchst Klarheit über dich selbst und Klarheit über das, was du in deinem Partner finden möchtest. Und all das ist keine große Sache. Du musst es nur wissen. Du musst dir wenigstens einmal in deinem Leben Klarheit verschaffen. Ohne Klarheit, ich sag's dir nochmal, da schlittern Menschen nichtsahnend in Beziehungen, die bei genauer Beobachtung, die bei genauer Betrachtung schon, bevor sie beginnen, zum Scheitern verurteilt sind. Nicht, weil einer der beiden gut oder weil einer der beiden schlecht ist, nein, sondern weil einfach wichtige Grundwerte oder Ansichten zu weit voneinander entfernt sind. Das führt immer zu Problemen und zu viele Probleme in einer Partnerschaft, die führen zum Verlust von Anziehung und Liebe. Ja, nur wenn die wichtigsten Grundwerte und die wichtigsten charakterlichen Eigenschaften übereinstimmen oder wenigstens ähnlich sind, dann eignen sich zwei Menschen für eine langlebige, harmonische Partnerschaft. Und eine harmonische Partnerschaft, die erfordert deine Aufmerksamkeit immer wieder. Um eine glückliche, harmonische, wunderbare Partnerschaft zu erschaffen, da brauchst du Wissen. Das Wissen ist so, so wichtig. Du brauchst das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten von guten, von wunderbaren Partnerschaften. Und darüber reden wir hier in den folgenden Live-Webinaren zum Thema die ideale Beziehung. Und da werden wir nicht nur drüber reden. Reden reicht nicht. Wir werden das trainieren. Weil nur mit neuen Fähigkeiten bekommst du neue Resultate. So, der erste Punkt für heute. Die wichtigsten Grundwerte und charakterlichen Ausprägungen, die sollten übereinstimmen oder ähnlich sein. Das sind wirklich die Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das ist das Fundament. Und jetzt lass uns gleich zur Praxis kommen. Wir kommen jetzt sofort zur Praxis. Der erste Schritt, um eine harmonische Partnerschaft in dein Leben zu ziehen, ist Klarheit. Also keine diffusen Gedanken, keine diffuse gedankliche Energie, sondern Aufmerksamkeit fokussiert in eine Richtung. Das bedeutet Klarheit. Nur mit Klarheit kannst du ja deine Zukunft selbstbestimmt erschaffen. Und ohne Klarheit ist das nicht möglich. Klarheit ist die Voraussetzung, um nicht nach dem Zufallsprinzip in eine Beziehung zu schlittern, die dann wirklich keinen Sinn macht. Ich habe einige Fragen für dich vorbereitet, die dich zur Klarheit führen. Fragen, die wirklich die Voraussetzung für eine wunderbare Beziehung sind, für eine Partnerschaft mit Zukunft. Und ohne diese Fragen für dich zu beantworten, da erschaffst du eine Zukunft nach dem Zufallsprinzip und du wirst dann einen Partner bekommen, der deiner diffusen Energie entspricht, der deiner Unklarheit entspricht. Und das willst du nicht. Und das führt zu Problemen und zu Leid. Also mein dringender Rat an dich, wenn du an einer wirklich wahrhaft wunderbaren Partnerschaft interessiert bist, dann bereite dich gut darauf vor und schaffe dir Klarheit. Und das tun wir jetzt gleich zusammen, wenn du magst, an unserer Life Changers Facebook-Gruppe. Da wirst du dann diese Fragen unter diesem aufgezeichneten Kursteil als PDF zum Ausdrucken finden, damit du dir das nur noch nehmen brauchst und dann ausfüllen brauchst. Wenn du heute Gast hier bist, dann hole dir jetzt bitte Papier und Stift. Oder komme gleich in unsere Life Changers Mastermind, das ist die beste Lösung. Hier wirst du dann 12 Monate lang zum selbstbestimmten Schöpfer deines Lebens ausgebildet. Und zugrunde liegt dem ein 6-Schritte-Prozess, der Vivada-Prozess, aus dem alles entstand, was bisher aus Menschenhand erschaffen wurde und aus dem auch alles entstehen wird, was künftig von Menschen erschaffen oder erdacht wird. Und deine Wünsche und Träume sind da keine Ausnahme. Hier kümmern wir uns nach und nach um alle Lebensbereiche. Jetzt ist der Lebensbereich Beziehungen dran. Ja, ganz, ganz wichtiger Lebensbereich. Ja, und den Link mit den Informationen, den
poste ich dir einfach mal in den Chat. Und wenn du heute Gast bei uns bist, dann solltest du dir dieses Online-Training, was ich dir eben in den Chat gepostet habe, wirklich anschauen. Das erklärt dir nämlich genau den 6-Schritte-Prozess, der dich von der Vorstellung deines Wunsches oder deines Ziels bis zur Verwirklichung, bis zur Materialisierung führt. Das spielt keine Rolle, ob es eine finanzielle Frage ist oder ob es eine Beziehungsfrage ist. Ja, diese 6 Schritte, die funktionieren für all das, was du erschaffen kannst und was du dir wünschst. Ein ganz spannendes Online-Training. Registriere dich, noch ist es kostenfrei. Den Link, den habe ich gerade in den Chat gepostet. So, die 3 Fragen, die du dir selbst beantworten musst, wenn du eine wunderbare Partnerschaft mit einer Aussicht auf eine tolle Zukunft haben möchtest. Zuerst frage dich, was muss ich loslassen, damit diese Vision einer wunderbaren Partnerschaft wahr werden kann? Ich wiederhole es nochmal. Was muss ich loslassen, damit diese Vision einer wunderbaren Partnerschaft wahr werden kann? Und ich gebe dir mal ein paar Anhaltspunkte dazu. Das könnte eine hinderliche Schlussfolgerung sein, die du aus einer früheren Beziehung gezogen hast. Ja, vielleicht eine Überzeugung, die einer harmonischen und vertrauensvollen Partnerschaft im Wege stehen könnte. Ja, vielleicht hast du Angst, dich voll in eine Beziehung hineinzugeben. Vielleicht hast du auch Angst, enttäuscht zu werden oder alleingelassen zu werden. Vielleicht hast du eine Angewohnheit, die giftig ist für eine Beziehung, die nicht zu einer harmonischen und ehrlichen Partnerschaft passt. Vielleicht hast du auch ein Vorurteil, was dich misstrauisch oder zweifelnd macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Meine liebe Oma, die ist jetzt schon über 10 Jahre tot. Meine liebe Oma, die hat immer zu mir gesagt, schon in der Kindheit, Junge, sei helle, bleib Junggeselle. Und das habe ich so oft gehört von meiner Oma, das hatte ich jahrelang im Kopf bis über 40, bis Mitte 40 hatte ich das im Kopf und ich habe es nicht entdeckt. Und wenn jemand eine Beziehung beendet und enttäuscht wurde, dann neigt dieser Mensch zu falschen Schlussfolgerungen. Ja, dann neigt ein Mann oder eine Frau zu der Schlussfolgerung, Männern oder Frauen sind so und so, Männer oder Frauen kann man nicht trauen. Ja, egal welche Dinge du in deinem Kopf hast, die wirklich einer vertrauensvollen Partnerschaft im Wege stehen. Das sind die Dinge, die du loslassen musst, weil all solche unsinnigen Schlussfolgerungen oder solche unsinnigen Überzeugungen oder Dinge, die du denkst, die stehen dann wirklich einer guten Partnerschaft im Wege und die machen dich misstrauisch, die lassen dich misstrauisch sein, die lassen dich nicht voll alles geben, was du geben kannst. Ja? Und all das, da musst du dir drüber im Klaren sein, was du loszulassen hast. Das ist eine Frage, die wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit erfordert. Und wenn du dir diese Frage nicht beantwortest, dann kann es sein, dass du genau den gleichen Partner wiederbekommst, den du vielleicht verlassen hast oder verlassen möchtest. Diese Fragen musst du zuerst in dir selbst klären. Und das ist gar nicht so schwierig, ja. Ich habe es gleich gemerkt, als ich mich das erste Mal gefragt habe, ja Mensch, warum wolltest du denn nie heiraten in deinem Leben? Ja, da ist mir aufgefallen, meine Oma hat mir schon als Kind eingebläut, Junge, sei helle, bleib Junggeselle. Und das sitzt, ja, das sitzt. Und wenn du dir darüber nicht bewusst Gedanken machst und so einen Schwachsinn loslässt, dann behindert dich das einfach in der Beziehung. Und ich habe dann auch als Kind schon erlebt, wie sich dann meine Eltern scheiden gelassen haben. Und ich habe erlebt, wie meine Mutter dann einen anderen Mann kennengelernt hat und mein Vater dann richtig doll traurig war. Und da schließen Kinder auch ihre Schlussfolgerung. Ich habe dann immer gedacht, Mensch, ich will eine Frau wie meine Oma. Wenn ich die finde, da wäre ich glücklich. Aber sowas gibt's wahrscheinlich nicht. Und dann war ich misstrauisch Frauen gegenüber, weil ich eben in meiner Kindheit gesehen habe, wie 2 Menschen sich gegenseitig unglücklich gemacht haben und dann vielleicht mal ein Partner nicht ganz ehrlich gewesen ist. Und ja, sowas, das sitzt, ja. Vielleicht hast du sowas auch. Ich erkläre dir hier meine Dinge, die ich bei mir gefunden habe, damit du eine Anregung kriegst, was du bei dir findest. Und wenn du das nicht bewusst siehst, wenn du dir nicht ganz bewusst sagst, oh, das und das habe ich gedacht, jetzt weiß ich, warum ich Frauen nicht, also ich
Vertrauen schon, aber nicht ganz tief, ja, nicht ganz tief. Das hat mich immer zurückgehalten, wirklich alles zu geben in eine Beziehung. Aber wenn eine Beziehung wirklich gut und ehrlich sein kann, dann musst du alles geben, ja. Dann musst du dich auch verwundbar machen, weil das, ob du dich verwundbar machst oder nicht, du bist in jedem Fall verwundbar. Ja, aber besser ist es, das ganz bewusst zu tun, sich das einzugestehen. Das war die erste Frage. Ich wiederhole sie dir nochmal. Die erste Frage war, was muss ich loslassen, damit die Vision einer wunderbaren Partnerschaft wahr für mich werden kann? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Die zweite Frage ist, was genau ist mir wichtig? Wie erlange ich Klarheit? Und da gibt es zwei Unterfragen. Und die erste Frage, die haben einige aus unserer Gruppe, aus der Life Changers Mastermind natürlich schon gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wer es noch nicht gemacht hat, der macht es bitte jetzt. In jedem Fall, weil es wirklich so eine doll wichtige Übung ist. So, welche Werte und Eigenschaften sind mir wichtig? Und dann findest du einen riesen Zettel mit 50 oder 70 Werten bei uns im Mitgliederbereich und da suchst du dir deine Werte aus oder du lässt die dir selbst einfallen. Was ist mir wichtig? Ja, mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist Verbundenheit wichtig. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass mein Partner immer hinter mir steht und dass ich immer hinter meinem Partner stehe. Mir ist Fairness wichtig. Mir ist auch intelligentes Verhalten wichtig. Ja, das sind Dinge, die mir wichtig sind. Auch Gesundheit ist mir wichtig, dass mein Partner sich gesund ernährt und dass mein Partner auch gesund ist und Sport gerne mag. Und mir ist Offenheit wichtig und mir ist auch Treue wichtig. Auch wenn das eine Frage des kleinen Egos ist. Aber das ist mir einfach wichtig und das möchte ich. Aber das weiß ich ganz genau. Ja, und du musst das auch genau wissen. Du musst dir deine 12 Werte untereinander schreiben und zwar der Priorität nach. Was ist mir das Allerwichtigste? Vielleicht Familiensinn oder Ehrlichkeit oder Verlässlichkeit. Nur für dich, noch nicht für die Partnerschaft, nur für dich. Ja, weil du musst dir erstmal im Klaren werden, welche Werte dir wichtig sind, damit du dann die Werte auch in deinem Partner finden kannst. Das war die erste Frage, welche Werte und Eigenschaften sind mir wichtig? Und gleich die zweite Frage, welche Werte, Eigenschaften und Aspekte sind mir an meinem künftigen Wunschpartner wichtig? Das ist so eine wichtige Frage, die deine Gedanken ja bündelt, die deinen Fokus bündelt, die bestimmte Areale in deinem Gehirn aktiviert und dich diesen Partner, den du dir mit Klarheit in der Realität deiner Gedanken gewählt hast, auch zu dir bringt. Und das ist sicher, aber du brauchst diese gedankliche Bündelung an Energie. Diffuse Energie bringt dir nicht den Partner, den du haben willst. Nur eine klare, zielgerichtete, fokussierte Energie, die bringt dir diesen Partner. Ja, der Mensch, den du suchst, der sollte vor allen Dingen frei und verfügbar für dich sein. Ja, das nützt ja nichts, wenn du eine Frau bist zum Beispiel und du lernst einen verheirateten Mann kennen, der in einer Beziehung ist. Es gibt nur Probleme und es sollte auch ein glücklicher Mensch sein, weil wer möchte schon mit einem übel gelaunten Menschen die Zeit verbringen, ja? Vielleicht ist dir auch Ehrlichkeit und Treue wichtig oder Verlässlichkeit oder Verständnis oder Fürsorge oder Freundlichkeit oder Gesundheit oder Spaß oder und auch finanzielle Unabhängigkeit oder. Und wenn dir deine persönliche Entwicklung zum Beispiel wichtig ist, dann sollte der Partner das auch wichtig finden. Andererseits entwickelt sich ein Partner weiter und der andere Partner bleibt stehen und dann wirst du sehen, dass in 5 bis 7 Jahren sich die Wege trennen. Da gehen einfach die Anforderungen auseinander. Also wenn dir persönliche Entwicklung wichtig ist, dann solltest du auch einen Partner haben, der sich mit dir mitentwickelt. Ja, ganz, ganz wichtig. Ansonsten 5 bis 7 Jahre und dann entwickelt sich die Beziehung in 2 Wege. Ja, und jetzt kommt die dritte Frage. Die dritte Frage, welcher Mensch muss ich sein, um meinen Wunschpartner mit all den Eigenschaften und Werten in mein Leben zu ziehen? Ich frage dich nochmal, welcher Mensch muss ich sein, um mir meinen Wunschpartner mit all den Eigenschaften und Werten, die er haben soll oder sie haben soll, in mein Leben zu ziehen? Welcher Mensch muss ich sein, damit ich diesen idealen Partner für mich auch anziehe, auch bekommen kann?
Zum Beispiel, welches Wissen brauche ich, um der ideale Partner für meinen Wunschpartner zu sein? Und ich kann dir sagen, in einer Beziehung ist Wissen alles. Du musst die Gesetzmäßigkeiten kennen, ansonsten bist du aufgeschmissen, ansonsten tappen Paare im Dunkeln. Ja, und dann ist auch wichtig zu wissen, wie bekomme ich meine Gedanken und Emotionen in den Griff. Und das trainieren wir hier bei jedem Mal in der Life Changers Mastermind. Jede Woche einmal trainieren wir das. Wie bekomme ich meine Gedanken und Emotionen immer besser in den Griff? Wie werde ich immer mehr zu einem glücklichen und erfüllten Menschen? Das ist so, so wichtig, weil wenn du dich bis jetzt oft ärgerst, wenn du bis jetzt oft misstrauisch bist, wenn du bis jetzt oft Angewohnheiten hast, die einer harmonischen und ehrlichen und vertrauensvollen Partnerschaft nicht dienlich sind, dann solltest du dich darum kümmern, dass du der Partner wirst, der deinen idealen Partner anziehen kann. Und der sollte schon seine Gedanken und Emotionen im Griff haben wie ein reifer Mensch. Ja? Und dann kannst du dich auch fragen, wie kann ich tiefes Vertrauen aufbauen? Wie kann ich tiefes Vertrauen aufbauen? Indem ich Vertrauen gebe, indem ich Vorschussvertrauen gebe, indem ich mich ruhig verwundbar mache. Weil ob du Vorschussvertrauen gibst oder nicht, die Möglichkeit, dass man auch mal enttäuscht wird, die besteht immer. Aber die ist viel, viel größer, wenn du nicht vertraust. Weil ohne Vertrauen, ohne tiefes Vertrauen kannst du gar keine ordentliche Partnerschaft aufbauen. Das ist nicht möglich. Also es ist wirklich schlauer, Vorschussvertrauen zu geben. Ja, wirklich den Menschen tief zu vertrauen. Ohne Hintergedanken, ohne die kleinste Faser von Misstrauen. Weil wenn da nur ein ganz kleines bisschen Misstrauen im Hintergrund mitschwingt, das verändert schon wieder die ganze Frequenz, es verändert deine ganze Ausstrahlung und das verändert dann auch eine Beziehung. Du weißt es schon, ich habe es dir schon gesagt mit vielerlei Worten, das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Du kannst nur das anziehen, was du ausstrahlst. Es geht nicht anders. Und wenn du Vorurteile hast, die dich misstrauisch machen oder dich dazu bringen, dass du nicht alles geben kannst oder vorsichtshalber noch ein bisschen zurückhältst, ja, dann kannst du doch keinen ehrlichen und vertrauenswürdigen Partner anziehen. Das geht nicht. Also ich gehe davon aus, dass jeder das Gesetz der Resonanz kennt. Also unser Life Changers Mastermind, wir kennen das natürlich alle. Das Gesetz der Resonanz sagt aus für unsere Gäste, du kannst nur anziehen, womit du in Resonanz bist. Und Resonanz heißt einfach Schwingungsgleichheit. Du kannst nur anziehen, mit was du in Resonanz bist oder mit was du auf einer Wellenlänge liegst. Und wenn du keine klare Vorstellung von deinem Wunschpartner hast, dann kannst du deinen Wunschpartner auch nicht anziehen. Ohne klare Vorstellung, da ist deine Energie einfach diffus, unklar, zerstreut und die führt zu nichts. Die führt eher dazu, dass du genau so einen zerstreuten und unklaren Partner anziehst und das willst du nicht. Also mache dir bitte klar, du erschaffst in jedem Fall deine eigenen Erfahrungen selbst. Immer, in jedem Fall. Und du entscheidest einfach für dich, wie wichtig dir eine wunderbare Partnerschaft ist. Und du kannst nur alles dem Zufall überlassen, aber ich kann dir mit Sicherheit sagen, dabei kommt nichts Wünschenswertes heraus. Die Chancen auf eine wunderbare und tiefe Partnerschaft nach dem Zufallsprinzip, die stehen wirklich sehr, sehr gering. Aber die Chancen auf Probleme und Enttäuschungen, die sind wirklich groß. Und ich schlage dir heute wirklich vor, kümmere dich ganz bewusst um deine Zukunft und werde zum bewussten Erschaffer oder besser zum Miterschaffer deiner wunderbaren Partnerschaft. Und dein erster Schritt für heute ist Klarheit. Und wenn du Klarheit hast, und ich sage dir jetzt einen ganz wichtigen Punkt, nicht Klarheit über das genaue Aussehen. Wenn du eine Vorstellung von deinem Traumpartner hast, gib diesem Traumpartner kein Gesicht, ja, oder setze da auch nicht einen bestimmten Menschen ein. Tue das nicht, denke nur an die Qualitäten und an die Charaktereigenschaften, die dieser Mensch verkörpert und an die Gefühle, die dir dieser Mensch gibt, wenn ihr beide zusammen seid. Und dann, ja, jetzt kommt der verrückte Teil des Spiels. Ich habe dich vorhin schon gewarnt, ja. Also wenn du nicht ein bisschen verrückt bist, dann schalte jetzt schnell ab, am besten. Nachdem du diese Fragen, die ich dir eben aufgezählt habe,
beantwortet hast, und zwar ganz in Ruhe, nachdem du diese Fragen beantwortet hast, wenn du dann beginnst, Klarheit zu erlangen, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt, weil dann reift eine Vorstellung in deiner Fantasie, aber erst dann und auch in deiner Gefühlswelt, aber erst dann, wenn du diese Fragen beantwortet hast. Also mache das, ist wirklich sehr wichtig, wenn du einen tollen Partner finden willst. Ja, und wenn nicht, dann machst du das nicht. Und jetzt kommt das Verrückte. Also wenn du Klarheit erlangt hast, dann fange an, dich mit diesen Menschen, den es ja noch gar nicht gibt, nur in der Realität deiner Gedanken, fange an, dich mit diesen Menschen zu treffen. Fange an, mit ihnen spazieren zu gehen, ja, zusammen zu essen, zusammen auf den Sofa einen schönen Film anzuschauen, sich einfach harmonisch und vertrauensvoll zu unterhalten. Du erzählst das natürlich niemandem, was ich dir hier sage. Ja, niemanden, das bleibt unter uns. Ja, ansonsten kann es passieren, dass... Gut, also wenn du beginnst, dich so zu benehmen, wenn du so beginnst zu handeln und zu fühlen, als ob du schon jetzt den idealen Partner, also deinen Wunschpartner an deiner Seite hast, ja, was tust du denn da? Dann bringst du dich selbst nach und nach in die Wunschfrequenz. Also du erhöhst nach und nach deine Ausstrahlung, deine energetische Signatur, deine Grundschwingung erhöhst du so nach und nach. Und ich sag's dir nochmal, erzähl das, worüber wir hier reden, wirklich niemand, behalte das besser für dich. Ja? Tue einfach genau, was ich dir empfehle, weil ich sage dir, es funktioniert. Lest dir auch jeden Tag die Antworten auf deine drei Fragen durch. Ja, lest dir das durch und gucke, ob dir noch was einfällt. Meine Werte, ist mir noch was wichtig, außer das, was hier schon steht. Ja, und das machst du 3-4 Mal. Und wenn du dann zufrieden bist, wenn du ein gutes Gefühl mit deinen 12 Werten hast, dann fängst du an, diese 12 Werte auf kleine Karteikärtchen zu drucken oder zu schreiben. 12 Werte auf ein kleines Karteikärtchen, das kopierst du ganz viele Male und verteilst überall. An deinem Bartspiegel, im Auto, an deinem Computer, an deinem Laptop, überall. Und dann liest du dir täglich deine Werte durch. Ja? Und abends fragst du dich dann, habe ich heute nach meinen Werten gehandelt und gelebt? Und das tust du 2 Monate lang, jeden Abend. Und das brennt die Werte in deine Persönlichkeit ein. Damit formst du deine Persönlichkeit. Wenn du immer wieder deine gedankliche Aufmerksamkeit auf deine Werte richtest, ja, 2 Monate lang, dann wirst du zu der Person, dann bekommst du sozusagen ein neues Ich, eine neue Persönlichkeit. Und die wird geformt aus diesen Werten, die auf diesen kleinen Zettelchen stehen, die du dir jeden Tag anschaust. Und wenn du mal nicht nach deinen Werten gelebt hast, wenn du dich abends fragst, habe ich heute nach meinen Werten gelebt? Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann frage dich, wie hätte die Situation optimalerweise aussehen können, wenn ich nach meinen Werten gelebt hätte? Und dann stellst du dir diese Situation vor, als ob du dich so verhalten hast in Übereinstimmung mit deinen Werten. Eine ganz, ganz wichtige Übung, ja, die macht dich erst zu dem Menschen, der deinen idealen Partner anziehen kann. Also du siehst schon, von nichts kommt hier nichts. Ja, also wenn du eine ideale Partnerschaft haben möchtest, dann musst du schon ein bisschen dafür tun. Nicht viel. Also ich gebe dir hier wirklich nur das Allerwichtigste, was wirklich notwendig ist. Ja, und was tun wir hier, wenn du dich in Gedanken mit deinem Partner, mit deinem zukünftigen Wunschpartner triffst, ja, wenn du in Gedanken mit ihnen spazieren gehst, wenn du in Gedanken mit ihnen essen gehst oder ihr schön zusammensitzt oder kuschelt oder was auch immer ihr tut, dann beginnst du nach und nach die Schwingung deiner Wunschbeziehung auszustrahlen. Du beginnst dann nach und nach deine Zukunft auf energetischer Basis zu erschaffen, dann existiert die schon. Die existiert in der Realität deiner Gedanken. Das führt zum Ergebnis, das geht nicht anders. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja, mach das und du wirst das sehen. Das funktioniert natürlich nur mit Klarheit. Deswegen zuerst die 3 Fragen und erst dann, wenn du klar in deinem Kopf bist, wie der Partner genau sein soll und wie du sein möchtest, um diesen Partner anzuziehen, dann kommst zum nächsten Schritt. Und das ist schon Schritt 1 und der Anfang von Schritt 2 im Prozess des Erschaffens. Und die nächsten Schritte, die machen wir dann in einem der nächsten Live-Trainings, wenn es wieder um Beziehungen geht. Ab dem nächsten Tag geht es dann darum, wie du eine
bestehende Beziehung zu einer außergewöhnlich schönen Beziehung machst. Und dazu brauchst du Wissen. Du brauchst Wissen, um eine außergewöhnlich gute Beziehung zu schaffen. Ohne Wissen, ohne die Gesetzmäßigkeiten zu kennen. Ja, da tappen Paare im Dunkeln, Paare trennen sich, lassen sich scheiden, nur weil sie es nicht gelernt haben, eine Beziehung einfach ja frei und glücklich und auch entspannt zu gestalten. Sowas müsste wirklich in der 9. und 10. und 11. und 12. Klasse ein Pflichtfach sein. Unsere Mitglieder der Life Changers Mastermind, die haben jetzt das Glück, einen vollständigen Kurs, einen Live-Workshop für die perfekte Beziehung gleich inklusive zu bekommen. Dieser Workshop wird dann aufgenommen und der wird später für 197 € verkauft. Wenn du hier als Life Changers Mastermind-Mitglied immer dabei bist, dann hast du alles, was du brauchst, um dir wirklich die Beziehung deiner Träume zu erschaffen. Und danach gibt es einen Workshop für finanzielle Unabhängigkeit, auch ein wichtiges Thema. Und so nehmen wir uns dann hier in der Life Changers Mastermind einen Lebensbereich nach den anderen vor, bringen in Ordnung, schaffen neu. Wir gehen durch Beziehungen, Finanzen, Familie, Job, Karriere, Gesundheit und vor allem deine persönliche Entwicklung, das Allerwichtigste zu einem Leben in wahrer Erfüllung, im wahren Glück. Also wenn du jetzt Gast bist, dann klicke mal den Link, den du da im Chat findest und schau dir dieses Online-Webinar an. Wenn das dich hier interessiert heute, dann wird dich das andere erst recht interessieren. So, und wenn du jetzt Fragen hast.